Ich glaube, die Teils hier an sich kann ich auch kaputt machen. Um ein bisschen besseren Airflow zu erzeugen. Gut, dann gib mir jetzt mal Petroleumgeneratoren. Oh, okay, ich habe noch einmal nicht genug Gold. Könnt ihr hinne machen hier unten? Also gut, ihr arbeitet schneller. Ich bezahle euch nicht dafür, nichts zu tun. In Nahrung bezahle ich euch, falls ihr fragt, womit ich euch bezahle. Und Sauerstoff, das ist auch eine Menge, was ihr bekommt. Das hier, achso, stimmt, wir haben hier eine ganze Menge Obsidian. Da frage ich mich. Gut, wir haben 4 Tonnen Slime, das ist okay. Da frage ich mich, wie weit das mit der Statue ist. Das wollte ich gerade fragen. Habe ich keine 2,5 Tonnen Obsidian? Doch. Ich habe sogar 40 Tonnen Obsidian. Nahrung ist eine gute Bezahlung, finde ich auch. Und nur ganz wenig davon ist grässlich zu essen. Wie viel Leim haben wir momentan? Okay, das würde für 4 reichen. Ich würde aber ganz gerne... Sagen wir einfach mal ruhig. Schon mal 50. Na, damit kriegen wir 5 Tonnen Stahl, die ich dann noch brauche, damit wir den untersten Teil dieser doofen Statue endlich machen können. Was ja auch eines der Ziele von diesem Projekt ist. Werdet ihr eigentlich davon tatsächlich noch besser relaxed? Kann ich das Video sehen? Opertis. Weiß es nicht, ob ich das irgendwo sehen kann. Totally chill. Naja, es ist weniger Stress. Trotz alledem. Wundert mich ein bisschen, dass sie das hier noch nicht gebastelt haben. Wobei, eigentlich wundert es mich nicht, dass sie das noch nicht gebastelt haben. Wenn ich bedenke, dass ich denen das als Aufgabe gegeben habe. Ups. Eigentlich sollte ich die auch wieder auf Autopilot laufen lassen. So. Hier möchte ich auch ganz gerne das Bleachstone haben. Na also, was ich mit Autopilot meine, ist, dass ich keine Prioritäten mehr vergebe. Wann bist du aktiv in 7,5 Zyklen? Dann kann ich ja mal sehen, wie gut das dann hier alles funktioniert. Ha ha ha. Chucky, vielen lieben Dank für deinen Host. Na, wie viel Öl hast du heute verkauft und damit dich reich gemacht? Oh wait, hier ist ein Kaisir, was bist du für einer gewesen? Warst du ein Vulkan gewesen? Also, ah, ich entsinne mich. Ein Infection. Oh. Ja. Denn man spielt auf Rhyme, damit man keine Probleme mit Krankheiten hat und dann kriegt man da sowas. Ihr habt jetzt Fliegdinger. Fliegdinger, so nennt man das also heutzutage. So nennt die hippe Jugend das also. Ich dachte, Flugzeug wäre schon der hippe Ausdruck. Könnt ihr bitte nicht das Gold irgendwie in den Boden fallen lassen? Irgendjemand wird sich töten, nicht? Bau bitte den Boden. Baut den Boden. Nicht fallen lassen. Boden bauen! In Village Construction Location. Farm Station. Okay, das ist okay. Ah, cool. Die Temperaturen sind jetzt hier doch ordentlich am Droppen. Drop the Temperatur. Wo ist ab da? Petroleumgenerator. Aus Gold. Up. Ich glaube, beide Bezeichnungen. Was? Ich glaube, beide Bezeichnungen sind konform. Ich meine, ein Flugzeug ist Zeug, das fliegen kann. Es kann fliegen! Und ein Fliegding ist ein Ding, was fliegt. Ich mag die deutsche Sprache. Ich finde Fliegedinger besser.
sehr perplex, dass ein Petroleumgenerator so schwer zu bauen zu sein scheint. Hätte ich nicht gedacht. Wo habt ihr meine Kohle, mein Gold hinentführt? Achso, ihr kommt da nicht mehr dran einfach. Ihr Helden der Unterhose. Ihr Helden der Unterhose. Ja, machen wir mal so. Das wird ein bisschen anderes Gas hier höchstwahrscheinlich rein- und rauslassen. Was nicht hundertprozentig klug ist, sei dazu gesagt. Aber wir können es machen. Schwer zu bauen, schwer abzureißen. Ja, echt mal. Was bauen die das? Aus Gold oder so? Ich meine, immerhin funktionieren oder immerhin aktivieren sich unsere Kohlegeneratoren. Wenngleich unsere vier natürlichen Gasgeneratoren eigentlich alles wuppen können müssten. Ich weiß, da sind sehr viele Konjunktive. Aber sie müssten das eigentlich wirklich schaffen. Wie viel Kohlenstoffdioxid habe ich hier? Hier ist halt nichts. Hier hat sich halt der ganze Kram, der sich nicht irgendwie wegbewegen kann, angesammelt. Und hier die Minusgrade sind auch nicht unbedingt versprechend. Scheinen nämlich auch wieder zu wachsen. Ich glaube, die klügste Möglichkeit ist dann einfach tatsächlich hier komplett drüber zu gehen. So, machen wir so. Und dann hier hinten unser Wasser zu loopen. Gut, das Oxalite möchte ich eigentlich nicht abreißen, aber machen wir es. So, hier müsste ich auch nochmal runtergehen, um zu gucken, ob ich da Fossilien finde. Aber ich weiß ja, dass ich hier schon welche habe. Achso, das ist nett. Das ist hervorragend. Jetzt habt ihr wirklich da das Öl. Ich krieg. Jetzt haben sie hier das. Oh! Oh no! Okay. Probleme. Da geht mir gerade ein Teil kaputt. Tatsächlicherweise. Könnt ihr das bitte reparieren? So, gut, da haben wir die Fossilien rausgenommen, die müssen wir noch holen und dann können wir den kompletten Rest davon machen und dann das für ewig vergessen. Und ich weiß auch, dass es nicht die Hitze ist, die das Ding kaputt macht. Weil so ein Teil muss 1000 Grad oder so warm werden, damit die Hitze da Probleme macht. Ich denke wirklich drüber nach, hier nochmal eine Reihe an Gasreservoirs hinzusetzen. Na. Lassen wir das jetzt so einfach und gut ist. So, wie schauen hier die Temperaturen aus? Spicy? That's a spicy meatball. Aber das passt auch schon. Das wird. Alles für Stahl. Muss alle stahlhart sein. Eigentlich ist es nicht mal alles irgendwie für Stahl, sondern das ist dafür, dass ich eine vermaledeite Statue bauen kann. So, seid ihr overcrowded jetzt momentan? Nein, ihr aber höchstwahrscheinlich, genau. Warum ist er am Verhungern? Warte, du bist
38, 9, 25, 5. Dann stirbt er 38 Zyklen alt oder 37 Zyklen alte. So, wie schaut es jetzt hier mit den Temperaturen aus? Ja, das scheint sich alles gut einzupendeln. Mit den minus 9 Grad. Interessant, dass sich das hier irgendwie nicht zu erkennen gibt, dass es kühler wird. Hier haben wir noch immer schön toasty 50 Grad. Ich meine, wir brauchen schon kälteres Gebiet. Ich nicht. Anscheinend. Immerhin machen wir jetzt ein paar mehr Bristleberries. Ach so, stimmt. Ich wollte noch einen weiteren Essensraum bauen. Machen wir das. Krippstatuen und Kram. Machen wir hier nochmal eine Great Hall. Oder warte, die brauchte ein... Muss mindestens 32, das sind mindestens 32, nicht? 20 mal 4, ja, das sind 80. Dann machen wir daraus unsere zweite Great Hall, damit alle den Great Hall Bonus bekommen. Der übrigens warm eigentlich, müsste man den Raum, in welchem die Fake Beaches sind, einfach aufheizen. Liebes, wie sie da drin chillen. Oh, achso. Sobald die Lampe gebaut ist, und sobald das hier gebaut ist, wird das besser sein, versprochen. Na, dann kriegen sie noch eine andere Animation. Als das einfach so, Bin übrigens gestern wieder bei dir eingepennt und heute Morgen um 5 Uhr den Sofa wach geworden. Ja, ich habe halt diese magische Wirkung, dass ich Menschen zum Einschlafen bringen kann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich langweilig bin oder dass meine Stimme angenehm ist zum Zuhören. Persönlich möchte ich mir vorstellen, dass es einfach, dass meine Stimme einfach so langweilig ist. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen warten, Fragezeichen. Aber wir sind so nah dran. Wir haben jetzt 5,2 Tonnen Stahl. 5,2 Tonnen? Das ist eine Menge. Funktioniert ja die Kühlung eigentlich jetzt? Also, unser Wasser ist warm. Ich habe das Gefühl, das kommt schon fast wieder Wärme raus, als es reinkommt. Anders als das habe ich jetzt zumindest meinen Sauerstoff exzessiv gekühlt, wie man hier sehen kann. Und wir gehen jetzt hier ganz weit in die Richtung, in der Hoffnung, dass wir unser Wasser auch gekühlt bekommen, mal endlich. Also jein. Das Problem bei Wasser ist halt, dass es nicht 0 Grad erreichen darf, sonst wird es in den Rohren zu Eis. Und das möchte ich natürlich nicht. So. Das dürfte ich eigentlich alles kaputt bekommen. Wait, darf ich das nicht kaputt machen? Ich darf die Lampe nicht kaputt machen. Oder was? Doch, darf ich. Okay. Aber ich darf die... ich darf die Schreibtische schon nicht kaputt machen. Ist doch nicht schlimm. Es ist lecker. Ja. Aber das... Ich möchte kein Eis in meinem Wassertank haben. Beziehungsweise ich werde dann kein Wasser mehr in meinem Wassertank haben. Eis ist super. Ich bin auch für Eis. Eis, wow.
So, genau, jetzt ist da einmal zugemacht. Und dann buddeln wir hier entlang und eine Buddel voll rum. Wie heiß kommt das hier raus? 150 Grad, ach. Ist ja nichts. Gut, das heißt, wir müssen tatsächlich nur noch unseren Wasserraum hier fertig machen. Und dann... und dann können wir uns hier oben um unseren Space-Kram kümmern. Space. Dann werden wir auch hier ein Loch reinprügeln. Und dann höchstwahrscheinlich einfach weiter nach oben, das werden wir dann sehen. Okay, meine Dupsch. Hup. Macht. Baut. Das ist dieses geschichtete Eis, oder? Das ist der Hammer. Vineta? Ich weiß nicht. Ich muss gestehen, ich bin kein Eiskonnoisseur, als dass ich diese Frage beantworten kann. Ups, da bin ich ein bisschen verrutscht, naja. So. Bin jetzt mal ganz frech und spiele einfach mal ein bisschen mit den... So. Trios rum. Es wird ganz bestimmt definitiv nicht nach hinten gehen. Wird alles gut funktionieren. Ich meine, unsere Nahrungsversorgung wird ein bisschen drunter leiden, aber meh. So schlimm ist es nicht. Wir haben 1,5 Millionen Kalorien. Kilokalorien sogar. Also das wird schon passen. Ich meine, anfangen könnte ich auch mit hier die ersten flutenden Wasser runterzulassen. Oh mein Gott. Alles okay bei dir, Chucky? Du weißt, du kannst mich auch einfach Schaden nennen. Ne? Du musst mich nicht mit meinem Titel ansprechen. So, und du kannst jetzt auf Salzwasser gestellt werden. Jetzt bin ich sehr daran interessiert. Jetzt hast du mich interessiert, Chucky. Was ist passiert, dass du sagst, oh mein Gott! Ah, da wird wieder Leim geliefert. Aber die Temperatur scheint runterzugehen. Dann doch trotzdem. Zumindest ein bisschen. Warum hat jetzt hier schon mal wieder nasse Füße? Was hast du angestellt? Wo habt ihr Wasser kleckern lassen? Ich sehe es nicht. Wie Chucky mir einfach jetzt auch nicht antwortet. Nee, nichts davon. Ich frage ihn so, was ist passiert? Warum, oh mein Gott? Und er so, na... Also, ich habe dem Wurzelmann einen Adventskalender von Ferrero besorgt. Jetzt wollten wir die Türchen knacken und Ulala, ich hätte die Türchen erst zusammenbasteln müssen. Das waren so Figuren, wo ich was hätte reintun. Also, verstehe ich das richtig? Du hast dem Wurzelmann einen leeren Adventskalender geschenkt. Das finde ich herausragend. Das ist so eine Sache, die mir passieren könnte, ja. Darf ich dann mal fragen, wie viel dieser Adventskalender gekostet hat, dafür, dass da nichts drin ist? Diese Rochelle und Ferrero-Küsschen waren da schon drin. Okay.
Gut, dann habe ich das missverstanden. Das ist wichtig, dass da was drin war. Stimmt, ich wollte jetzt die Küche hier noch machen. Ich entsinne mich. Food. Dann würde ich auf die eine Seite hier nämlich eine Tür setzen wollen. Wobei, wir haben kein Problem Ne, Worte sind schwer. Da, Worte sind schwer. Waschbecken. Deconstruct. Lass mal bitte. Aber ja, wir haben hier gerade beide gesessen und diesen Karton nach Türchen abgesucht. So, wir könnten Mushbar machen. Mushbar. Ah, das wusste ich. Ja, okay, das habe ich mir denken können. Dass das nicht drin steht, dass ich für Berry Sludge Sleet Wheat Grains brauche, das finde ich doof. Hätte ich Nosh Beans, könnte ich auch Tofu machen. Ich sag denen einfach mal, dass du das machen sollst, wenn du kannst. Und dann sage ich denen bitte, dass sie Nosh Beans nicht essen sollen. Wo sind Nosh Beans? Mushbar. Verzeihung. Sehe ich die Nosh Beans nicht? Verzeihung. Kann man Nosh Beans nicht so essen? Anscheinend kann man Nosh Beans nicht so essen. Sehr interessant. Oder ich übersehe sie gerade. Anscheinend. Anscheinend nicht so. Haben wir noch Leislauf? Ja. Eigentlich sollte ich so ziemlich allen mal sagen, dass sie die Leislauf aufessen sollen. Und dann holst du da 24 kleine faltbare Figuren raus und denkst, ach fuck, echt jetzt? Jemand Morcherie? Nee. Ich mag den Geschmack von Morcherie nicht. Aber ich kann hier den elektrischen Grill reinsetzen und die Gasrange. Wir sind auf dem rechten Grid. Das linke Grid scheint schon eine ganze Menge Stuff zu haben. Achso, das linke Grid ist auch das, was rausgeht, ne? Ja. Dann werde ich meinen Power Overlay noch mal ein bisschen anpassen. So. Das kann ich canceln. Dann werden die beiden Lampen noch mit auf das Grid kommen, ebenso wie die beiden, oder die drei Sachen. Wobei, eigentlich kann ich hier nochmal mehr canceln. So, canceln. Falsches Overlay, da. Ja, das kann alles weg, das aber muss aber nicht weg. Das ist echt so eine Geschichte, die nur mir passieren kann. Ich versuch dich da mal rauszuholen. Stand da irgendwo drauf, bauen sie zusammen oder sowas. Wenn nicht, dann bist du fein raus, dann ist alles gut. So, ich würde dann jetzt aber auch nach und nach alles Wiring hier in der Basis ersetzen wollen. Nicht etwa, weil das ach so wichtig ist, sondern einfach, damit ich weniger negative Dekoreffekte habe. Plus, dass ich dann einheitlich durch den Boden gehe mit dem Kram. Achso, nein, das braucht ja nichts mehr was. So, das weg, das weg. Das weg. Achso, nee, eigentlich kann ich sogar hier auch komplett... Was mache ich eigentlich? Das canceln. Weil dann möchte ich ja die Sachen nicht mehr stehen haben. Das heißt, das hier kann eigentlich alles weg. Hervorragend. Und dann lassen wir das mal machen.
So, bitte das mit erhöhter Prio wegmachen. Und das hier kann ruhig so gemacht werden. Oh, da ist eine Einhornstatue. Ja. Hier kann ich auch noch eine Stadt. Ah, hervorragend, das wurde freigeräumt. Dann mache ich jetzt hier. Up. Zwei Airflow Tiles. Und. Ne, ach stimmt, das Ding braucht da noch einen Watercooler. Ein Watercooler. Wo ist er? Wo ist er? Ich kann den mittleren Teil der Statue machen. da ist der Watercooler. Up. Ja genau, das Granit können wir den bauen. Dann 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sind 18. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das schaut hier schön aus, so. genau, das Granit. Und haben wir irgendwas, was Gold Amalgam gibt? Nett Dekor, aber dann machen wir das so. Bup, bup, bup. So, und dann wird das zur zweiten Great Hall. Zittere das zynische, zynische Wohnzimmer. Hier stehen 24 Premium Spezialitäten. Achso, ich zitiere, nicht zittere. Hier steht 24 Premium-Spezialitäten plus Bastelset. Ach komm schon, Aufmerksamkeit, wieso bist du so nie? Achso, das Ding braucht eine. Bob. So, du wirst deconstructed. Der Electric Grill kann auch deconstructed werden. Der Eggcracker ist dort noch okay. So, du machst mir bitte immer Fried Mushroom, immer Gristleberries, immer Barbecue, immer Omelette. Und du machst mir immer Mushroom Wraps. Sowie, nee, was anderes kann ich eh noch nicht machen. Ich könnte versuchen, Pinscher Peppernuts irgendwo anzubauen. Egal, jetzt muss wenigstens nicht warten, bis sie ein Rocher findet. Rocher ist auch. Rocher ist schon not bad. Wonach suche ich eigentlich gerade? Nach dem Gas-Overlay suche ich. So. Und zwar die Gas-Bridge kaputt machen und. Ich verliere oder ich werde damit halt natürliches Gas in meine Basis reinsetzen. Aber das ist nicht so schlimm. So, up. Muss ich aber richtig essen? Man kann die Dinger falsch essen? Verstehe gerade nicht, wie man die falsch essen kann. Das musst du mir erklären. Wie kann man den Rocher falsch essen? Wie schaut das hier aus? Das wird doch immer besser. Nach und nach wird das hier ein schöner Flecken. Erst die Schokolade abknabbern, dann ganz vorsichtig die Kekskugel öffnen, die Nussmümmeln und dann die Schokolade rauslutschen, um dann erst die Kugel zu essen. Für so einen Humbug habe ich keine Zeit. Also wirklich, Chucky. Was ein Humbug. Auspacken, essen. Punkt. Oh, ich glaube, die Lava ist wieder wärmer geworden. Ist aber sehr befriedigend.
Das ist ein Aufwand. Ey. Für sowas hat doch kein Schwein Zeit. Also wirklich. Ach ja, ich esse jetzt hier ein Ferrero Rocher, aber lass mich erstmal das Ding sezieren. Ne? Ich habe hier mein Skalpell und dann bereite bitte den OP vor. Ich schon, ich zelebriere das sozusagen. Um meine Großmutter jetzt zu zitieren, der hat doch zu viel Zeit. Ich meine, es freut mich zu sehen, dass du... Ihr habt euch eingesperrt, oder? Nee, habt ihr nicht. Es freut mich zu sehen, dass du so einen Gefallen daran findest. Aber es ist halt wirklich aufwendig, du, ne? Ich mag deine Großmutter. Es gibt halt Menschen mit Geduld. Beim Nähen, beim Häkeln, beim Stricken, beim Putzen, beim Arbeiten, bei all diesen Dingen kann man Geduld haben. Wenn der Aufwand von etwas exorbitant vergrößert wird, dann würde ich das schon wieder das Management-Syndrom nennen. Und zwar, das Management hat keine Ahnung. Und sagt einfach, mach mal so. So würde ich das ausdrücken. Ich kenne Menschen, die knabbern die Schokolade rings ums Bounty ab. Also zuallererst einmal EU, Bounty. Und zum anderen, ja, gibt es, aber es ist auch wieder so ein bisschen so viel Zeit, finde ich. Ist das Eis? Ach, okay, Brian ist es also, sobald das Wasser zu Eis wird. Ja, da, ich bin sehr, sehr traurig. Wie namensloses. Tut mir leid zu hören, dass du traurig bist. Möchtest du erzählen, was passiert ist? Also, Bounty ist etwas, was ich wirklich nicht mag. Das ist... Kupfer, ja. So, du bist jetzt eine Great Holvis wahrscheinlich schon, ne? Ja. Guck mal, wie viele Leute nicht essen durften. So, und dann möchte ich jetzt ganz gerne hier noch einige, so, zwei, drei. Einige Bilder hinmachen. Eins, zwei, drei. Yay für Bilder! Meine Nougat-Brownies sind nichts geworden, damit kannst du Häuser bauen. Oh! Das tut mir leid zu hören. Das ist wirklich unglücklich. Ich verschwinde mal ins Lurkland, ein bisschen was gucken. Viel Spaß, Chucky. Vielen lieben Dank nochmal für den Host. Ist die Frage, ob dieser Raum warm genug wird oder ob ich dann hier quasi einfach nur ganz viel Brine haben werde. Der ist doch schon ein bisschen kühl. Die mit Lebkuchen sind allerdings perfekt geworden. Und dabei finde ich immer, dass Lebkuchen diesen... die Angewohnheit hat, steinhart zu werden. Also nach meiner Erfahrung heraus. Ich habe keinen Kalk mehr. Ja gut, das müssen sie hier unten noch fertig machen. Kann ich wieder ein bisschen mehr Kalk herstellen. Und dann müssen sie sich hier einmal durchbuddeln. Aber ich bin froh zu hören, dass zumindest einige davon gut geworden sind. Weißt du denn, woran es liegt, dass sie nicht perfekt geworden sind? Oder bist du da unschlüssig, unsicher?
Ist die Frage, kühlt es jetzt schneller ab, jetzt wo das Wasser hier weg ist? Ich meine, hier oben ist es angenehm kühl. Muss jetzt sich nur noch ziemlich hier runter bewegen, hoffentlich. Wenn nicht, ja, dann weiß ich auch nicht, wie ich die Temperaturen hier managebar halten soll. Um ganz ehrlich zu sein. Es wäre eigentlich... Es klingt jetzt doof, wenn ich das so sage, aber es wäre, glaube ich, sogar relativ klug, hier einmal eine Transit-Tube durchzuziehen. Ich hatte die einfach zu lange im Ofen, wenn die einfach nur 2 bis 3 Minuten zu lange drin sind und die Schoki danach hart wird, hast du Wackersteine. Ah! Das ist doof. Das möchte niemand. Oder also, das möchte niemand, dass das passiert. Achso, genau, die bauen jetzt hier hinten noch ab. Ich habe mich gewundert, warum so viel nicht gemacht wird. Aber es wird ja Kram gemacht, nur halt nicht... Da. Habe ich hier eigentlich noch ein... Das ist noch mehr Obsidian. Noch ein Geysir hier irgendwo. Glaube nicht, ne? Scheint erstmal nicht so zu sein. Aber hier ist die Temperatur. Die wird hier auch wärmer. Ich bin jetzt dermaßen gehabt, dass ich auch noch eine Runde spielen gehen muss. Schönen Abend noch. Schlaf gut, Randy. Vielen lieben Dank nochmal für deinen Follow und viel Erfolg bei der Kolonie. 29. Ich glaube, es würde sich wirklich lohnen. Ja, das würde sich definitiv lohnen. Würde ich da einmal mit der Transit Tube rübergehen. Aber ich kann nicht an der Leiter vorbei? Ganz komische Frage. Nope. Nope, Quadrat. Okay. Dann machen wir das anders. Also ich habe hier hinten natürlich nochmal eine Leiter. Sachen, die doof sind, das. Ja, wie mache ich das denn jetzt am gescheitesten? Damit die halt nicht immer so weit laufen müssen. Die Leiter kaputt, ne? Das ist die einzige. Wobei, nee, kann ich... Verzeihen Sie mir. Transit Tube Crossing. Aha. Nun. Ich nehme mein Aha zurück. Achso, warte. Hier oben. Was ich maximal machen könnte, wäre, die entweder zu A zu krümmen, zu zerreiben und daraus was packen oder B die einweichen lassen. Würde das einweichen lassen dann definitiv funktionieren? Weil dann würde ich das machen, weil ich meine, wir haben jetzt ja schon relativ spät, nicht? Außer du würdest sie morgen dann nochmal bangen. Das wäre natürlich eine andere Geschichte. So. Das kaputt machen. Machen wir das jetzt einfach so. Ist die Frage, können Sie dann hier entlang? Probiere ich das mal aus. Ja, momentan 20 Tonnen Plastik, theoretisch, ne? Ja. Ich glaube eher, das Einweichen sorgt dafür, dass sie einfach wie ein eingeweichter Keks von der Konsistenz. Oh. Ja, ich. Ja. Das ist natürlich nochmal wieder so ein Ding, was man auch ungern hätte.
Wer isst schon ganz gerne die eingeweichten Kekse? Wusstest du nicht, dass Brownies so anspruchsvoll sind? Zum Backen? Ich wusste, dass sie nicht zwingend zu den leichtesten Sachen gehören. Aber solche Probleme hätte ich nicht erwartet. So. Ich habe gerade auf der Taste gedrückt. Der Lag zwischen den einzelnen Tagen wird immer schlimmer. So, jetzt die Frage. Beweg dich mal dahin. Kannst du daran vorbei? Nein, anklicken. Move to. Okay, kannst du. Dann ist alles gut. So, dann kann ich die beiden deconstructen. Sind sie nicht, es gibt aber einfach zwei Sachen, die es kippen können. Ah, oh. Das auch nochmal weg und dann würde ich... Ich glaube, ich würde versuchen, den Kühlungsloop hier zu machen. Tatsächlich, dass ich dann einmal hier den Access baue. Oh. Und dann ganz viel Power hier rüber ziehe. Nicht aus Stahl. Warum will mir das immer aus Stahl bauen? Holy moly. Spiel, please. Achso, hier die Prio kann ich mal auf 7 erhöhen. Entschuldigung, so. Erstens, sie sind zu lange im Ofen und werden steinhart. Und zweitens, du lässt die Schoki nach dem Flüssigwerden nicht lang genug abkühlen, bevor du die Eier reinhaust und bekommst Rührei mit Schoki. Ist es schlimm, dass ich ein bisschen an dem Konzept von Rührei mit Schokolade interessiert bin? Nicht wirklich viel, aber halt doch schon genug, als dass es vielleicht nicht so klug wäre. Ja. Okay. Ich verstehe es. Die doofen Lampen gehen nicht kaputt. Okay, das ist ja doof. Ich habe gehofft. Aber hey. Gehen die doofen Lampen nicht kaputt. Ich merke langsam die Probleme in meinem kompletten Aufbau hier. So. Dann gehen wir weiter mit dem Heavy Wood Wire hier. Ey, verbunden. Und dann einmal mehr Transit Tube. So. Und das sind wieder 5,9 Tonnen Plastik gewesen. Während hier oben dann weiter abgebaut wird. Na, aber jetzt kann man langsam hier hoch und dann den Stopfen ziehen. Drücken, wie auch immer. Ist das ein Unreachable? Ah. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die könnten auch zwei entfernt über sich bauen. Dann lag ich falsch. Aber das ist nicht so wichtig. Tatsächlich. Ist es doof? Klar, aber es ist nicht wichtig. So, genau, hier werden die Bilderchen gemacht. Ja, guck mal, wie hübsch. Da haben wir schon einmal die Mona Mipsa. Das Farmgemälde, dessen Namen ich keine Ahnung habe, wie es war. Da haben wir Miep Sagan. Der Miep!
Nahrung, irgendwas Abstraktes. Sauerstoff ist hier um 10 Grad. Hier um die 17. Warum meint irgendjemand... Ihr habt hier Nahrung? Mehr als genug. Wir haben ein bisschen darauf, dass wir Stonehenges bekommen. Das wäre super. Aber ich weiß nicht, wie man darauf die Chance erhöhen kann. Aber es, soweit ich weiß, gibt es eine Möglichkeit, die Chance zu erhöhen. Aber ich weiß ja nicht, wie. Das Problem daran.